Herzlich willkommen, Judith Skudelny, Mitglied des Bundestags für die Freien Demokraten, FDP, sitzt hier in Leinfelden-Echterdingen, ist gleichzeitig die FDP-Generalsekretärin aus Baden-Württemberg. Und herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Judith Skudelny. Wow. Ganz ehrlich, es ist gar nicht so einfach, heute Abend hier zu sprechen, weil ich bin das letzte politische Hindernis vor einem unterhaltsamen Abend. Ich verspreche Ihnen, ich mache es deswegen kurz. Mir wurde gesagt, also maximal 10 Minuten. Ich glaube, ich krieg's hin. Es ist nämlich eine wichtige Botschaft, die ich rübergebracht habe. Ich habe, oder die ich heute Abend Ihnen sagen, mitgeben will für den CSD jetzt die nächsten Wochen. Als ich die Schirmherrschaft übernommen habe, war mein erstes Thema zu sagen, wir haben alle ein Anrecht darauf, ganz selbstverständlich ein Teil eines Wirs zu sein. Ein Teil einer Gesellschaft zu sein, die uns nicht danach anschaut, was wir nicht sind, wo wir nicht dazugehören, sondern die uns danach bewertet, was uns alle eigentlich gemeinsam macht, was uns alle eint. Auf dem Rathausempfang habe ich dann darüber gesprochen, dass es eben keine Selbstverständlichkeit ist, dass Menschen uns danach betrachten, was uns eint. Und dass die Ehe für alle noch lange nicht der letzte Schritt ist, schon gar nicht, da müssen wir nicht über den großen Teich schauen. Da müssen wir nicht an die osteuropäischen Länder schauen, wir müssen in unseren eigenen Bundestag gucken. Es gibt Kräfte, die das Wir anders definieren, nämlich kleinteilig und ausgrenzend. Und dass wir gegen diese Kräfte jederzeit aufstehen müssen, weil sonst landen wir nicht irgendwann mal 2045, sondern 1945. Und da will keiner mehr hin. Aber heute und hier stehen wir nicht nur dazu da, gegen etwas zu sein, sondern wir sind vor allem dazu da, gemeinsam zu überlegen, was eint uns eigentlich. Ich habe gehört, es gibt eine Mehrheitsgesellschaft. Wer gehört eigentlich genau zur Mehrheitsgesellschaft? Frauen? Männer? Menschen mit Behinderung? LSBTTIQ-Menschen? Was macht eigentlich eine Mehrheitsgesellschaft aus? Und wenn man dazugehört, ist man dann wirklich Teil dieser Mehrheitsgesellschaft? Ich fand die These interessant, deswegen möchte ich sie nochmal ausdappen. Weil ganz einfach, jeder, und zwar völlig egal, wer, hat irgendwelche Merkmale, die die anderen, wenn sie die Hand nicht ausstrecken, dazu nutzen, dich in irgendeiner Form auszugrenzen. Und deswegen sollten wir uns überlegen, was ist eigentlich Gesellschaft? Und als erstes habe ich mir bei der Rede heute Abend überlegt, wie spreche ich eigentlich? Rede ich von ihr und euch oder rede ich von wir? Und dann habe ich mir mal das Wort LSBTTIQ angeguckt und habe mir überlegt, naja, heute Abend bin ich ganz definitiv hier in diesem Reich Q. Ich gehöre zu den Queeren hier. Wenn ich also heute Abend spreche, dann rede ich von wir. Weil das ist das, was ich Ihnen heute Abend mitgeben will. Mein Bild der Gesellschaft und warum es so wichtig ist, dass wir den CSD feiern. Ich habe gehört, dass Leute austreten, weil sie sagen, naja, wir haben ja die Ehe für alle erreicht. Und tatsächlich kenne ich sehr viele Schwule und Lesben vor allem, die einfach angekommen sind, die überhaupt in der Akzeptanz in der Gesellschaft wenig Probleme haben, die verheiratet sind oder auch nicht, die ihr Leben führen können, offen führen können und überhaupt kein Thema damit haben. Und die dann sagen, naja, also hab's ja geschafft. Die verkennen aber, dass wenn man unsichtbar sich in eine Masse reinstellt, die Welt nicht mehr bunt ist, dann wird sie grau. Und irgendwann mal, wenn wir eine Gesellschaft als eine graue Einheitswir definieren, kommt irgendwann mal wieder hin und schaut sich an, was ändert das eigentlich? Meine Gesellschaft ist nicht grau. Ich glaube, dass wir gemeinsam eine Gesellschaft formen müssen, ähnlich einem Mosaik. Dass jeder mit seinen Besonderheiten als Mann, als Frau, als Lesbe, als Transsexueller, als Mensch mit Behinderung, als Kreativer, als älterer Mensch, an verschiedenen Teilen des Mosaiks seine Besonderheiten mit einbringen kann. Und nur, wenn wir die Gesellschaft als ein Bild aus lauter kleinen Steinchen definieren, nur dann haben wir eine Gesellschaft, die nicht grau ist, sondern die bunt ist.
Und genau das wollen wir, eine gemeinsame, bunte Gesellschaft hier in Deutschland, die nach Europa und in die Welt ausstrahlt und zeigt, dass Stärke nur dann entstehen kann, wenn sie bunt ist. Und deswegen, weil ein Bild nur so bunt sein kann, wie jedes einzelne Steinchen, ist es heute Abend so wichtig, dass wir uns feiern, dass wir die Vielfalt, die in diesem Raum ist, feiern, dass wir die Vielfalt, die der CSD in der Gesellschaft repräsentiert, feiern. Und das geht weit über die Ehe für alle hinaus. Das geht auch weit über die Gleichstellung in der Gesellschaft hinaus. Es geht so weit, dass wir denen, die vielleicht noch nicht bereit sind, Teil des Steinchens zu sein, die dort erst reinwachsen, dass wir denen eine Hand rausstrecken können und zeigen können, schau mal, hier ist ein Stein und der glitzert, der ist schön und er ist Teil des Gesamtbildes und du kannst dazugehören. Dir helfen wir, diesen Weg zu ebnen. Und da es ein Bild ist, das nicht statisch ist, sondern das sich immer weiterentwickelt, muss auch der CSD jedes Jahr neu gefeiert werden, als Signal in die Community rein und auch als Signal in die Gesellschaft rein, dass hier ein bunter, schillernder, lebhafter Haufen ist, der Teil des Ganzen sein will und der das Bild erst vervollständigt. Und deswegen möchte ich nur eine kurze Rede halten und möchte mit dem Zitat von Nelson Mandela enden, der gesagt hat, wer frei sein will, für den, der frei sein will, reicht es nicht, sich von seinen eigenen Fesseln zu entledigen. Er muss so leben, dass er die Freiheit des anderen respektiert und fördert. Und als eine solche Community verstehe ich den CSD. Wir leben in Freiheit, wir wollen Freiheit, wir beschneiden die Freiheit der anderen nicht, wir reichen ihnen die Hand und wir machen so eine starke Gesellschaft. Lassen Sie uns die Expedition Wir feiern, lassen Sie uns den CSD feiern. Judith Scudelli, die Schirmfrau, die Schirmherrin. Die Frau des diesjährigen CSD Stuttgart 2018. Vielen herzlichen Dank. Ein Wort noch, weil sie heute Abend da ist. Für diejenigen, die es auf dem Rathausempfang nicht waren. Es ist ja tatsächlich so, dass die Schirmherrschaft etwas ist, was nach außen ein Signal sendet und die nicht endet mit dem CSD, sondern die immer weiter und weiter geht. Und als ich die Schirmherrschaft übernommen habe, habe ich von Frau Arnold dieses Armband erhalten. Und sie hat es gegeben und sie hat gesagt, die Schirmherrschaft hat ihr Leben bereichert und schöner gemacht. Sie gibt mir dieses Armband weiter als Symbol, dass auch die Verantwortung dafür weitergetragen wird. Und ich habe es angezogen, ich habe es auch auf jeder Veranstaltung des CSD an. Ich sehe es auch ein Symbol daran, dass wir uns als Schirmherren die Hand geben. Und vielen Dank, Frau Arnold, ich trage es in Ehren und auch ich werde es weitergeben. Und vielen herzlichen Dank, dass Sie dieses Ehrenamt übernommen haben. Wir fühlen uns sehr gut beschirmt. Deswegen haben wir auch eine Kleinigkeit vorbereitet für den heutigen Abend. Vielen herzlichen Dank. Und wir sehen uns wieder am kommenden Samstag natürlich zur CSD Politparade. Ich vermute mal, Sie werden auf dem LKW der FDP dabei sein, oder? Wie jedes Jahr. Sehr gut. Und danach natürlich ab 18.30 Uhr Ihre Redung auf der Kundgebung beim Schlossplatz. Vielen herzlichen Dank. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Und von der Schirmfrau zum überdimensionalen Cocktail-Schirmchen. Ja. Du bist auch Schirmfrau. Schirmfrauin. Oder? Ja, also ich habe da bei Facebook tatsächlich irgendwie was ausgelöst. So mancher Internet-Troll hat tatsächlich sich an der Schirmfrau durchaus abgearbeitet in diesem Jahr. Wie dürfen wir dich nennen? Cocktail-Schirmfrau? Sag einfach Wommi, da ist alles mit drin. Also wie immer. Ja. Hauptsache du schwätzt mit mir. Aber für was hast du denn die... Ja, natürlich, ja, du. Immer einmal im Jahr... Nämlich im Friedrichsbau-Varieté. Genau. Nein, ich habe die Schirmherrschaft, Frauin, also... Du bist also, Schirm für? Genau, ich schirme,
in Reutlingen im Naturtheater.